Herzlich willkommen bei meinem neuen YouTube-Kanal Antonias Sterne. Heute wollen wir uns ein bisschen mit der Vorhersage für 2016 beschäftigen. Und bei mir ist US-Top-Astrologe Ray Merriman. Er ist der Autor hier dieses frisch erschienenen Vorhersagebuchs Forecast 2016 und das ist auch auf Deutsch erschienen, Vorhersagen 2016. Hi Ray, so nice that you're here. Thank you, Antonia. A pleasure to be here. In diesem Buch geht es nicht nur um die Vorhersagen für die Sternzeichen, sondern eben auch für Wirtschaftsvorhersagen und Vorhersagen für die politische Entwicklung. Also alle, die sich da ein bisschen wirklich für die tiefschürfenden Vorhersagen interessieren, für die ist das sehr interessant. Ray, du bist Wirtschaftsastrologe. Wie genau muss man sich das vorstellen? Ich bin Finanzastrologe und Herausgeber des MMA Cycle Reports. Das mache ich seit 30 Jahren. Ich bin Financial Market Timer. Meine Aufgabe ist es, die Zeiten für wichtige Hochs und Tiefs der Finanzmärkte zu identifizieren. Das mache ich mit Hilfe der Analyse von Marktzyklen, mit technischer Analyse und geokosmischen Studien. Ray, basierend auf deinen Studien, was ist deiner Meinung nach der wichtigste geokosmische Faktor, der die Aussichten für 2016 beeinflusst? That's a very good question. Der wichtigste geokosmische bzw. astrologische Faktor für 2016 ist der 36-jährige Zyklus von Saturn im Quadrataspekt zu Neptun. Bei diesem Aspekt geht es um Vertrauen versus Misstrauen, Kooperation versus Verrat. Insofern ist es eine große Herausforderung für die Weltpolitiker, zu Vereinbarungen zu kommen und diese dann auch zu akzeptieren und einzuhalten und sie nicht zu verraten. Der Aspekt betrifft auch das Wetter. Saturn bedeutet Verlust oder Mangel. Neptun ist Regen. Also haben wir entweder Verlust durch Überflutungen oder wir haben Verlust durch einen Wassermangel, also Dürren in bestimmten Teilen der Welt. Eine weitere bemerkenswerte Korrelation mit diesem Aspekt sind die Zinssätze. Langfristige Zinszyklen enden und neue beginnen. Zum Beispiel, vor 36 Jahren war die Inflationsperiode von 1979 bis 1980. Die Zinssätze waren damals weltweit sehr hoch. Davor war es 1945 plus minus ein Jahr und die Zinssätze waren extrem niedrig. Wenn du das durch die Geschichte verfolgst, stellst du fest, alle 36 Jahre plus minus zwei Jahre siehst du diese Langzeittiefs bzw. Langzeithochs im Zinssatz. Das korreliert auch eng mit der Wirtschaft, wenn die Zinsen ausgehend von einem Tiefstand, wie wir ihn heute haben, wieder ansteigen. Ray, wie denkst du über die Präsidentschaftswahl in den USA im November 2016? Hast du einen Tipp für uns? Vielleicht schon, wer da gewinnen wird? Natürlich mache ich mir als Amerikaner Gedanken über die Präsidentschaftswahl 2016. Besonders aufschlussreich ist es, wenn du dir das Horoskop der USA und die Horoskope der Kandidaten anschaust. Nach unseren Studien sollten sich bei den aussichtsreichsten Kandidaten starke astrologische Verbindungen zum Horoskop der Vereinigten Staaten zeigen. Sie weisen Ähnlichkeiten auf. Die stärksten Korrelationen mit dem US-Horoskop haben Hillary Clinton, Donald Trump und Dr. Ben Carson. Those that seem to have the strongest correlation to the United States chart are Hillary Clinton, Donald Trump and Dr. Ben Carson. In der astrologischen Tradition ist 2016 ein Marsjahr und Mars gilt ja als Planet des Krieges und des Kampfes. Hat das irgendeinen Bezug zu den tatsächlichen Konstellationen nächstes Jahr? Das ist ein guter Punkt. Mars ist sehr prominent im Jahr 2016, weil er rückläufig wird im Zeichen Schütze, einem Feuerzeichen. Und er steht nahe bei Saturn. Wenn Mars und Saturn dicht zusammenstehen, zeigt das weltweit steigende Spannung und mögliche Kriegsgefahren an. Wenn du mich fragst, ist es entsprechend der astrologischen Tradition wirklich ein Marsjahr, lautet die Antwort, ja, es ist ein sehr starkes Marsjahr. Wie übrigens auch 2018. In beiden Jahren wird Mars zusammen mit Saturn rückläufig. Aber 2016 ist wirklich extrem kritisch in dieser Hinsicht. Gibt es denn positive Aussichten 2016, auf die wir uns auch ein bisschen freuen können bei diesen Konstellationen? Da schauen wir auf Jupiter als Weg zum Wachstum und Optimismus.
Er befindet sich im Zeichen Jungfrau, das für Arbeitsplätze steht. Das bedeutet, dass es eine positive Tendenz bei den Beschäftigungszahlen gibt. Es werden wieder mehr Leute einen Arbeitsplatz haben. Das unterstützt die wirtschaftliche Entwicklung bis Ende 2016, vielleicht sogar bis ins Jahr 2017 hinein. Dankeschön, Ray, dass du diese wichtigen Einsichten ins neue Jahr mit uns geteilt hast. Und dankeschön, Antonia. Ja, das Buch Forecast 2016 ist auch in Deutsch erschienen. Da heißt es dann Voraussagen für 2016, ist erhältlich über Ray Merrimans deutschsprachige Webseite www.mma-europe.ch, mmaeurope.ch. Und wer sich sein ganz persönliches Jahreshoroskop buchen will, kann das bei mir tun. Meldet euch einfach unter www.antonialandsdorf.de. Da findet ihr alle Infos, um euch bei mir zu melden und ein ganz persönliches Jahreshoroskop zu bestellen. Jetzt wünsche ich euch erstmal ein gutes neues Jahr, mit dem Wunsch verbunden, dass wir alle die Herausforderungen, die auf uns zukommen, meistern und noch ein bisschen Spaß an den schönen Jupiter-Aspekten haben.